Achtung! Dieses ist das kürzeste Video in der gesamten OER-Erklärtreihe. Und Achtung, dieses Video bedient sich drastisch in den Darstellungen. Es sind allerdings natürlich pädagogisch wertvolle, drastische Darstellungen. Sehr häufig lese ich im Zusammenhang mit Open Educational Resources von lizenzfreien Materialien. Das gilt nicht nur für OER, sondern auch für andere Formen des Open Content, also zum Beispiel für Bilder oder für Audiodateien. Das ist nicht nur falsch, sondern gefährlich, denn bei OER, freien Bildern etc. handelt es sich um Materialien unter einer freien Lizenz. Es handelt sich also, hier steht es, um eine Lizenz und damit genau um das Gegenteil von lizenzfreien Materialien. Diese falsche Gleichsetzung ist so verbreitet wie auch ärgerlich. Man kann den Unterschied eigentlich ganz leicht erklären. Lizenzfrei bedeutet, es gibt oder es braucht keine Lizenz. Freie Lizenz bedeutet, es gibt und es braucht eine Lizenz. Ein Material, das ich lizenzfrei verwenden kann, darf ich ohne jede Auflage nutzen. Im Gegensatz dazu sind freie Lizenzen mit bestimmten Auflagen verbunden. Wer das noch einmal genauer nachlesen will, findet am Ende dieses Videos einen Link zu einem Text zum Thema. An dieser Stelle jetzt helfen vielleicht einige drastische Bilder, mit denen sich dauerhaft einprägen soll. Lizenzfrei ist nicht gleich freie Lizenz. Wir haben da mal was vorbereitet. Was machen Sie da? Lizenzfrei ist nicht gleich freie Lizenz. Lizenzfreie Inhalte ist nicht dasselbe wie Inhalte unter freier Lizenz. Lizenzfreie Inhalte ist nicht dasselbe wie Inhalte unter freier Lizenz. Lizenzfrei ist nicht gleich freie Lizenz. Soweit unsere drastischen Bilder. Sehr geehrte Zuschauerinnen, sehr geehrte Zuschauer, Sie können jetzt zur Verbreitung dieser wichtigen Unterscheidung lizenzfrei ist nicht gleich freie Lizenzen beitragen. Jedes Mal, wenn Ihnen ein entsprechender Fehler auffällt, antworten Sie einfach mit einem Link auf dieses Video. Wir stellen auf der Website von OER Info auch Fotos mit der zentralen Aussage bereit. Oder Sie verweisen auf diese Adresse www.lizenzfrei-ist-nicht-gleich-freie-lizenzen.de. Da ist die Aussage eigentlich auch schnell zu erkennen. Soweit für heute. Vielen Dank für das Ertragen der enormen Vereinfachung im Dienste der Aufklärung eines enorm einfachen Fehlers. Vielen Dank. Tschüss. Sag mal, Jöran, das Wort drastisch, das gibt's doch nicht wirklich, oder? Wir gucken in den Duden und der Duden sagt, drastisch, die Bedeutung große, oft derbe Anschaulichkeit und Direktheit. Synonyme, Deutlichkeit, Emphase, Schärfe, im Alphabet danach Drastikum.